This is the common collection of one German bushcrafter. Hat er überlebt, oder? Der ist auch noch. Our friend Jonas, Mr. Jonas, make you good. Benok. Brennnessel vom Strauch. This is a pancake. Banok pancake. Yesterday we filled up a small pipe to smoke yarrow and mugwort, also für Schafgabel und Beifuß. Ja, that's good. More fun and no nicotine. My wildflower wrap. Eine Stinging Nettle, German Cold Nachtkerze, Yarrow, good stuff. Jetzt habe ich aufgeschlafen, dieses Tier für echt einen Buschkraft und Tarn. Looks like a mess in here. Also wir sind mit den geilen Pöbeln hier rum. Hilft nichts. Wir fühlen uns gegenseitig. Aber gefreut mich, dass ich dir mal live da triff. Ja, Ronny, ist echt super mit dir. Da muss viel entstehen daraus, sag ich dir. Ja, du bist noch verrückter wie in deinen Filmen, nur dass ich das so sagen darf. Unser Team Survival. Please visit my friends, Full Survivalist, Survival Trainer, Ronny Schmidt. Was du willst, das machen wir da 30 Bilder pro Sekunde, das dann da passt du wirklich dann bei sich. Das dritte Auge. Ja, gell? Tagomir Cyborg. Ja. Sie werden assimiliert. Ja, genau. Widerstand wie zwecklos. Aber das hat Gewicht, ne? Ja, durch den Monitor. Hätte ich nicht gedacht. Durch den Monitor ist echt. Ja, ist ja so schwer. Hello, my friends. Sepp Waldhandwerk. Thanks for joining me today. Grüß euch Gott. Ich möchte mich heute vom Bushcraft Deutschland treffen. Wir are here on the Bushcraft Germany meetup, and I just want to share some of the stuff we make here, some of the adventures, our bow hunter experience, and yeah, hope you will like it. Have fun, my good friends. Here my friend is our friend Markus from Wolfpack Bushcraft. Cool channel, please visit. His daughter is our new bushcraft princess. Makes cool stuff on his channel. And here grows his tent. This is my first Treffen überhaupt in meiner ganzen Internetkarriere. Und bis jetzt finde ich super. Ich finde, wenn man es wirklich V-förmig rausschneidet, kippelt es nicht so. Ich würde es jetzt probieren mit dem Gas geben, drucken, Schnur spannen, aber konzentrieren. Gib Gas nochmal. Genau, Druck gescheit nieder, Druck fest nieder und bereite dich darauf vor, dass du so stoppst, dass die Spindel stehen bleibt. Super, langsam aufhören, Spindel langsam lassen.
Spindel rausheben. Spindel und Zeig weglegen, Spindelkopf nach oben. Und gratuliere zur ersten, oder erste? Das erste eigene Set. Okay, ja. Und jetzt, nein, das wird doch mal nichts. Zuerst mal bis 10. Ist der Messer raus? Ja, Zeit, langsam, wir sind noch nicht so weit. Magst du mal weiter folgen oder soll's? Ja. Okay, gut. Du hast dein Messer raus, bitte. Gehst mit der Messerspitze langsam und geduldig ans hintere Ende von dem, von der Bohrkerbe, oder wie das Ding heißt. Genau. Und Messerspitze abstecken. So abstecken. Und Bohrbrett nach hinten weg da. Messerspitze einfach nur gerade. Ja, genau. So, dann Bohrsäger. Oh, nein. Hey, das brauchen wir. Mit da. Das Bohrbrett oben drüber halten und diesen losen Bohrstaub drauf klopfen mit dem Messerrücken. Auch da rein? Nein. Und jetzt auf das Ding draufklopfen. Genau, weil somit fütterst du nochmal 3 Minuten länger Glut. Ja. Eine Spitzenglut mit einem selbstgemachten Bohrsäger. Wie war das? Ja. Bitte? Wie war das? Das war geil. Ja? Super gemacht. Danke dir. Ohne deine Hinweise und deine Hilfe? Das ist ja wurscht, irgendwann muss man es lernen, ich habe es auch mal lernen müssen. So, jetzt das Feuernest. Vorbereitung, genau, vom Zunderbündel. Und jetzt hast du auf jeden Fall Zeit, dich auch mal ein bisschen wieder zu fangen, normal zu atmen. Genau, das ganze weiche Zeug oben rein. Ja, den Part habe ich schon öfter auch beim Feuerschlagen schon mal gemacht. Heißt nicht, dass es jetzt funktioniert. Kein Thema. Das Wichtigste für heute hat funktioniert. Schaut gut aus. Oh, nein. Tu das vorher schließen, weil sonst fällt dir das Ding auf die Hände und brennt und dann ist es heiß. Genau, und jetzt du blasst das so, wie wenn du pfeifen würdest, also so, nur ohne Ton. Und direkt in die Glut, ein bisschen weniger sogar, vom nicht so stark pusten, das wird super. Hey, schaut euch das bitte an, das ist doch sensationell. Und ist schon da. Gratuliere. Houston, we have fire. Großartig, Michael, spitze. Gratuliere. Slap, ich danke dir. Danke dir, dass du super mitgemacht hast. Spitze. Und das hast du selber gemacht, dieses Kit jetzt, oder? Das komplette Set. Ja, das ist self-made. Bodrill-Kit, super. Malente on YouTube. Please visit and watch, my friends. cool, Markus, jetzt haben wir Leder punzieren. Ja. Yeah. Okay. Das sind schon Sachen, die du machst, oder? Ja, das sind schon ein paar vorgefertigte. Cool. Great Skull. RM bist du, oder? Nein. Okay. Sollte für einen Roberto werden, aber der ist nicht gekommen. Das, das verraten wir aber nicht jetzt. Gut. Selber schuld, ne? Ich darf mir jetzt um, damit ich RM heiße. Okay. Mehr ist es nicht. Ja. So, und ich würde vielleicht mit dem E anfangen, was du vermittelst. Ne? Aha, das ist gescheit. Was so in die Mitte rein. Das ist a smart idea. Don't start with the first letter and you don't know where you will end. Ist das E jetzt bei mir? Ja, genau. Ja. Cool. So, und dann habe ich das S. Ich bin schon. Ich Trottel habe mich gefragt, wieso hast du gleich 3 Buchstaben? Kein Scheiß. Ja. Das sitzt jetzt so an die Kante, oder? Ja. Cool. Das schaut so ein bisschen verwackelig aus. Das haben wir jetzt auf dem nassen Leder gemacht, gell? Ja. Entschuldigung. Geht das noch? Ja, klar.
Das kriegt man nicht so schnell. Ich mach's ein bisschen wie ein Smiley, weil ich bin rund geworden. Noch ein Loch rein. Achso, zum irgendwo befestigen, ja? Cool. So 2 mm Abstand vom Rand mindestens, wenn nicht mehr. So, oder? Ja. Muss gucken, ob du durch bist. Das sieht gut aus. Ein bisschen drehen dabei. Danke. Super. Leder. Punzieren. Herzlichen Dank. Bitte. Geil. Ronny, 5 Buchstaben. Hm? Oh, Tabakko als Inzens. I learned this as so many things from Freddy from HopXP. I'm not unhappy with this banded stick. Makes a lot of space in here. Unsere Messeraufstellaktion. Tja, direkt hätte die Bücher, wollte ich auch kaufen, kann ich auch noch was? Morning, fellas. Coffee time. Here we have Henry Elgado on YouTube. Building up his boat wheel spindle. Yesterday he made his first ember. Ja, das war schön unter deiner Anleitung. Du hast gearbeitet. Dass man, aber macht schon Sinn. Man kann vieles auf YouTube oder in Büchern nicht erlesen. Da brauchst du schon mal jemanden dazu, der Erfahrung hat, der das schon mal gemacht hat. Erklären, damit es dir drauf ja. Kraft. Also aber ein paar Sachen muss man so, dass du Sachen, wenn du diese halt drauf hast. Der Henry, der Elgado, hat sein wiederum erste Glut mit selbst geschnitzten Kit, ist das richtig? Gratuliere. Gemacht. Schöne Glut, super gemacht. Self-made Boat Drill Kit. Schau her mal, dass die Leute sehen, wie ein Sieger ausschaut. So plant. So ins Friedhof plant wechselnd. Da kommt auch so ein bisschen der Steinzeitmensch wieder raus, ne? Wenn man sowas macht. So, gratuliere. Mal los, Zunder holen. Genau. Das kannst du beim Hochheben schon zusammenklappen, weil der Kohlehaufen ist groß genug. Dann hältst du ihn schon über Kopf, wenn du ihn schön geschlossen hast. Halt ihn schön zu, halt ihn über Kopf. Ein paar Sekunden Flamme dann da nichts, weißt du, das. Und vom Einbusten her, wie wenn es pfeifen darfst ohne Ton. So.
aber... Ich über das Drecksding. Das wird schon. Jetzt kannst du richtig voll einblasen, richtig voll, volle Luft mitten in die Glut. Passt schon, ist schon da. Brennt schon. Und nach unten halten dann. Ja, genau. Freut sich wie Heuer. Hast du Feuer? Feuer gemacht. Geil. Ja. Cool. Cool. Gratuliert. Ghetto Faust. Danke dir. Herzlichen Glückwunsch. Im Team. Mit. Einsamer Rächer. Super, Henrik, gewaltig. Perfekt, mal weiter. Und dann auch noch zu zweit. Das finde ich super schwer. Also, das ist ja. Das ist Wahnsinn. Lieber Kreiser! Warte, ne? Das kenn ich doch ja. Mein Videoformat reicht nicht mehr. Ja, steckt sich ja so. Das ist die Common Collection of One German Bushcrafter. 24 Jahre alt. Ja. Da könnte ich 20, 60-Jähriger. Aber das ist auch getappert. Das ist ein Wildmarkt, was da hinten reinrennt. And no matter which knife you take, each one is razor sharp. I think he loves knives. Aber es ist gut gemacht hier, das ist... So, my friends, now we leave our place. I want to say to you, without leaving any trace, I left my stick. Yeah. And I hope we will meet up again. And I hope the same with you. See you soon in another video. All the best. Geht's aussehen für dich. Sepp von Wallenbeck. Goodbye, ciao.